Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Short-Reaction gemeinsam mit Kahn. Hello. Wir ziehen uns heute mal wieder die schönsten Shorts von meiner Startzeit rein. Mal sehen, was wir da heute so dabei haben. Let's go. Töten alle Desinfektionsmittel und 99,99% der Bakterien, aber nicht 100. Oh mein Gott, daraus drehe ich einen Film. Dieses Desinfektionsmittel tötet 99,99% der Bakterien. Ja, und was mit den 0,01%? Aber warte mal, stimmt, was passiert jetzt mit den 0,01%? Dann gehen wir mal der Sache auf den Grund. Ich will nicht sterben. Achtung, Achtung, Einmeldung. Liebe Bakterien vom Körper Kahn. Ja, und was soll jetzt passieren? Keine Ahnung. Ein Desinfektionstsunami wird uns erreichen. Es wird wahrscheinlich unser Ende sein. Na endlich. Cristiano Bakterien, Aldo. Ich hoffe, ihr hattet dann ein schönes Bakterienleben. Es war eine wundervolle Bakterienstadt. Sie war der Grund für Kahns Erkältung, Husten und sogar Durchfall. Und nun sind alle hinfort. Bis auf... Ich hab's geschafft. Die 0,01%. Ich hab's überlebt. Hi, ich bin die letzte überlebende Bakterie auf Kahns Körper. Und ich bin die glückliche 0,01%. Jetzt habe ich meine Familie und meine Freunde verloren. Und merkst du jetzt was? Junge, warte doch! Und wie ich überlebt habe? Durch meine Willenskraft. Nee, Spaß, ich war kurz kam wieder und auf einmal waren alle tot. Oh, sorry, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Weißt du was? Da passiert doch eh nicht. Ja, Bro, hast recht. Hi, mein Name ist Corona. Tief gehittet gerade. War wieder super. Ich musste zwischendurch, also jetzt weiß ich, wie du dich bei seinen Videos fühlst. Zwischendurch war das tatsächlich ein bisschen zu viel gerade. Also jetzt kam ich gerade gut hinterher. Ja, war wieder klar, weil es wieder so ein, in Anführungszeichen, normales, thematisches Video war. Da kommt dann ja hinterher. Also jetzt komme ich gut mit. Gut also mit. Bei allen anderen Videos kam ich gut sehr, mit. Ich war sehr überrascht von Bakterinaldo. Der hat mich abgeholt. Ja, der war super. Der war super. Ich habe diesen Trend mit meiner Freundin in Roblox gemacht. Teil 2. Wer ist älter? Ich glaube Lami. Ich sag Lami. Wer kann mehr essen? Lami. Okay. Was? Okay. Wer ist schlauer? Emily. Ich sag Lami. Hallo, wir sind auf Lamis Kanal. Und? Wer geht öfter auf Partys? Ich sag beide. Ich glaube auch beide. Ich glaube, die gehen gleich viel feiern. Öfter auf Partys? Okay. Wer möchte, dass du dieses Video likest? Beide. Mein natürlich. Hätte ich nicht gedacht bei einigen Antworten. Ich hätte gedacht, die gehen beide gleich für feiern. Ja, ist okay. Mach mal weiter. Heute erfahre ich endlich, welche Disney-Prinzessin ich bin. Oh, bitte, bitte, Rapunzel. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, also das war jetzt keine Frage, die mich sehr beschäftigt hat in meinem Leben, muss ich sagen. Oh. Echt jetzt? Naja, krass. Mal ab in die Schule. Hey Leute, und was für Prinzessinnen seid ihr? Ich bin Arielle und ich kann mich in eine Meerjungfrau verwandeln. Was? Voll cool. Ich bin Schneewittchen und ich kann mit Tieren sprechen. Du verstehst alles, was sie sagen? Und ich bin Elsa und ich kann es schneien lassen. Wow. Und was ist mit dir? Ich bin Merida. Ich habe Pfeil und Buch. Kommt Leute, wir suchen uns eine Prinzessin mit echten Kräften. Aber ich kann vielleicht nicht zaubern wie die anderen, aber Pfeil und Buch ist doch auch ganz cool, oder? Funktioniert das überhaupt? Okay, vielleicht sollte ich noch ein bisschen üben. Alle Prinzessinnen haben irgendeine Kraft. Aber was ist meine? Komm schon, Schnee. Also, wie geht's denn so? Sag doch was! Vielleicht kann ich auch einfach gar nichts. Hilfe, Hilfe! Heute erfahre ich endlich welche... Ah, ich hasse mehrere Parts! Ich hab gerade am Ende ein bisschen geträumt, um ehrlich zu sein. Ja, sehr gut. Jemand hat geschrien um Hilfe und dann ist sie hingeeilt, aber man hat nicht mehr gesehen, was dann passiert ist. Okay. Ach, Mann. Ja, aber hat sie sehr cool wieder hinbekommen. Ja, natürlich. Ach. Ich will auch auf eine Prinzessin in Schule. Nice. Hä, wäre doch cool. Ich würde das ja auch mitnehmen, hä? Was ist das denn für eine Entscheidung?
Wieso? Wieso? Wieso Mann, wieso? Mehrere Parts machen mich alle. Wir wissen ja, dass sie immer mehrere Parts macht, aber ich wollte jetzt wissen, was hier in dieser Schule ist. Oh. Ja, also sorry, aber die zweite Entscheidung war klar. Also erste, also die Dorfschule würde ich jetzt auch nicht nehmen. Also muss ich jetzt nicht unbedingt. Also ist aber auch eigentlich ganz cool. Ja, ist auch nicht schlecht. Da sind die Klassen wahrscheinlich auch nicht so groß. Aber so eine Weltraumschule, das wäre halt wäre schon OP geil, ne? So auf dem Pausenhof fliegst du dann halt einfach. Wäre schon nicht schlecht. Ich kann mir das gut vorstellen. Oh nein. Stopp, 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 stopp. Hat sie ein Bild von dir danach? Okay, das war gut. Ha. Heute ist wieder Filmfreitag und wir schminken heute... Gollum. Ihr wisst schon, mein Schatz. Oh mein Gott, ich hatte... Doch, du bist es. Ich hatte letztens... Sie nimmt doch dich. Warte, pass auf. Letztens war bei Flo auf dem Handy dieses Make-up von Paula Wolf. Das wird gleich richtig krass. Und ich habe kurz zu ihm rübergeguckt und ich habe mich so unnormal erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ja, okay, aber du erschreckst dich auch bei allem. Also so besonders ist das jetzt nicht. Ja, aber jetzt guck gleich hin, das wird richtig gut. Ich habe zum allerersten Mal Herr der Ringe geschaut. Ich weiß, ich bin ziemlich spät dran. Und die Filme waren aber brutal. Also ich finde, bis jetzt sehe ich aus wie ein glatziger Opa. Bereit? Können wir kurz drüber reden, wie unglaublich arm mein Ohr ist? Jetzt muss ich eine Perücke zerreißen. Wenn ich weiterhin so oft meine Haare färbe, habe ich bald wirklich nur noch so wenig Haare. Boah, das ist richtig gut, oder? Ich will ja nicht betteln, aber könnte ich bitte die Fotos auf Instagram anschauen? Bitte. Machen wir die Tische schon fertig. Ist das nicht krass? Boah. Machen wir dir die Krone. Das ist heftig, oder? Oh, das ist wirklich creepy. Das war so heftig, ne? Creepy oder dann ja um 7 Uhr morgens. Ist ja gut. Siehst du? Ich sag nämlich, da gab's nämlich so eine Serie, die so heißt Emily Erdbeer. Ja, ich weiß. Hast du mir doch erzählt. Ach so, ja. Ich war mir nicht sicher, ob du mir dann geglaubt hast. Das ist ja auf Madeira, ne? Ja. Also ich muss auch sagen, das ist ja kein Greenscreen, Leute, müsst ihr wissen. Und das ist mit wahrscheinlich der schönste Hintergrund, den es momentan so auf YouTube-Shorts gibt, glaube ich. Ja, das sieht schon echt wild aus. Ich glaub, Rechte für Geschwister. Geschwister dürfen sich einander oft straflos beleidigen. Hey, du Casino-Streamer. Was willst du denn, du Nosferatu-Spinne? Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass zumindest die intakte Familie ein Bereich besonders vertraulicher Kommunikation sei und viele Gerichte nehmen daher die Familie als beleidigungsfreie Zone an. Geschwister können sich straflos... Warte mal, was? Also, beleidigungsfreie Zone ist es definitiv nicht, glaube ich, auch bei uns nicht in der Familie. Aber ich weiß, glaube ich, was mit diesem Gesetz gemeint ist und das wisst ihr auch. Und ja, ich glaube, ja, das stimmt schon. Also, das ist so ein Gesetz, wo ich sage, das macht doch mal Sinn. Was? Geschwister dürfen sich untereinander ohne Ende beleidigen? Ich spielen, raff's nicht. Solange keiner einen Strafantrag stellt. Ha! Aber er dürfte sich dagegen natürlich trotzdem mit Notwehr verteidigen und von dir die Herausgabe fordern. Na gut, aber bitte schlag mich nicht. Besser ist es. So, komm weiter. Du darfst deine Geschwister aber auch vor Gericht beschützen. Wenn du als Zeuge geladen bist und deine Schwester auf der Anklagebank sitzt, darfst du das Zeugnis verweigern. Doch, eigentlich will ich aussagen, ich mag den nicht. Das geht aber leider auch. Hier sind jedenfalls drei Rechte. Ja, also, Recht Nummer 1 finde ich sehr gut. Zwei, was war zwei nochmal? Achso, das mit dem Clown? Ja, ja, haben wir alle schon gemacht. Also stell mal vor, du hast jetzt, stell mal vor, Keksi klaut jetzt was von dir und du zeigst ihn an. Das juckt mich doch nicht, ob der was von mir klaut. Ja, gut, wundern würde es mich jetzt nicht. Doch, der fragt eigentlich. Keksi ist wirklich, also generell meine beiden Brüder, die fragen, das ist, da ja, nimmt sich ist keiner okay. was ohne ja, zu fragen. Ja, willkommen. Da war noch ich die sich einfach Sachen gesnackt hat. Willkommen zur Happy Family von Danja. Was soll ich sagen? Meine Brüder sind halt super. Ich bin halt die. Okay. Die einfach was nimmt wahrscheinlich. Also, wenn das Noob ist, dann weiß ich nicht, wo ich bin. Don't see.
Ja, ich sehe schon. Hä, was? Oh Mann. Also, Kahn, wir beide sind nicht auf diesem Chart hier drauf. Richtig. Das ist ganz klar. Richtig. Alright. Finland, Sweden, are you ready? The public has given you 243 points. We have a winner. Congratulations to Loreen for Sweden. Forward, our winner, Loreen, everybody. In the Eurovision contest twice. This is overwhelming. I'm so happy and I'm so thankful. Thank you for this. This is for you. If you'd like to go and get ready to perform your song one more time, I don't know how you're going to do it, but good luck. Hast du den ESC geguckt? Mm-mm. Ich glaube, das seit paar Jahren schon nicht mehr. Ich glaube, Deutschland hat schon wieder Zero-Point bekommen. Ja, die waren wieder auf dem letzten Platz. Ja. Natürlich. Es ist jedes Jahr, es ist wirklich, natürlich. Ich glaube, haben wir seit... Lohnt sich auch immer voll. Also ich sehe auch immer, also man bekommt das natürlich mit, die ganzen Vorbereitungen und so. Und man muss halt ehrlich sein, seitdem Stefan Raab das dann nicht mehr gemacht hat, der hat das ja, glaube ich, nur 2 Jahre oder so gemacht. Ja, ich glaube, der hat halt Lena Meyer-Landrut, glaube ich, dahin geschickt und selber war er auch damit. Warte, hatte du ja, die da? Ja, aber der hatte noch so einen Dude, der hatte noch so einen Dude. Ach so, wen denn? Der hatte glaube ich, noch so einen und die waren, glaube ich, beide relativ erfolgreich. Ja, und danach war er wieder vorbei. Ja, Lena hat ja gewonnen. Ja, genau. Und seitdem ist auch wieder, ja. Ja, der hat zweimal, haben sie, glaube ich, Lena eingeschickt. Einmal hat sie gewonnen, einmal nicht. Und dann ging es bei uns einfach nur noch... Zweimal? Bist du sicher? Lena war zweimal da, ja. Die war einmal mit Satellite da und dann war sie nochmal mit einem anderen Song dort. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, die war nur einmal da. Nee, die war zweimal beim ESC. Okay. Weil sie gedacht haben, sie hat ja schon mal gewonnen. Also, ich muss auch sagen, so, also, ich weiß noch, wo ich jünger war, so 12, 13, 14, glaube ich, da war das übelster Hype. Also wirklich richtiger Hype. Ja. Mittlerweile, glaube ich, ist es nicht mehr so krass. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach was, das bei uns aus der. Mann, ich war auch einmal voll schockiert. Es heißt ja Eurovision Song Contest. Auf einmal ist da Neuseeland. Ich so, okay, habe ich in der Erdkunde nicht aufgepasst oder was ist schiefgelaufen? Ja. Ja, ist auf jeden Fall wild. Oh, muss ich heute wieder ein neues Herz auswählen? Ja, Liebes, jedes Herz schenkt dir eine neue Fähigkeit. Okay, dann gespannt. Drück ich aufs Herz und ihr drückt aufs Plus, okay? 3, 2, 1. Ich kann den Kontostand der Leute sehen. Was? Das war so random. Ja, also es ist eine schöne Fähigkeit, aber ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Fähigkeit. Das ist so wie, also du drückst auf eine Fähigkeit und kannst dann die Steueridentifikationsnummer sehen. Ich sehe deine Steuernummer, wiiu. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, das ist auch ja, cool. Ja, natürlich, aber komm, lass mal weitergucken. Ich habe jetzt sowas erwartet, wie ich kann fliegen oder ich bin unsichtbar. Ja, und dann mich hat es auch gerade voll geschockt, aber richtig, also geile Idee, ne? Mal gucken, was sie draus macht. Ja, die macht das richtig gut. Also wir haben ja Mandy auch kennengelernt. Voll, ist auch voll die macht eine das nette. Richtig gut. Stimmt irgendwas nicht? Woher hast du so viel Geld? Ich habe doch kein Geld. Wie kommst du denn darauf? Ach, nichts. Hi Mandy, hast du Bock, was essen zu gehen? Sicher, dass du essen gehen willst? Ach stimmt, da war ja was. Ups. Was? Woher hab ich jetzt so viel Geld? Mandy, Hälfte sind verhaftet. Komm sofort mit uns. Ja, also wie gesagt, wenn ich so viel lache, dann lache ich nicht über das Video, über nein, einfach weil es wurde, so weil überraschend richtig war. Gut. Aber es war voll überraschend und ja. Also Mandy macht das richtig gut und die macht so viele POVs und auch sehr, sehr stark. Also man sieht es ja auch an den Likes, ne? Also ihr feiert das und wir auch. Ja. Ich glaube, Danja wird jetzt anfangen zu heulen. Warum wusstest du das? Ich habe direkt angefangen zu heulen, als ich die pinken Haare gesehen habe. Ich habe noch so ein, so eine Trauer, weil ich keine bunten Haare mehr habe. Dieser Filter ist auch krass. Ja, das ist gut.
Ja, da habe ich direkt ein bisschen bunte Haare Hangover. Oh Gott. Wie, warte, stopp. Was war das denn bitte für ein Name? Akne Arthur? Na, das war bestimmt sein Spitzname in der Schule. Warum immer diese Alliteration in diesen ganzen Serien? Alles, mich holt alles ab. Das Ding ist, ich kann dir nicht mal sagen, an welche Filme es mich genau erinnert. Es erinnert mich einfach an alle. Weißt du? Ja, ich warte. Du weißt, hier bei diesen Videos warte ich immer nur auf die Lache. Ja, es ist... Liberty, nicht so stürmisch. Ich habe eben so gelacht, mein Kinsey. Ich empfinde das für dich. Oh, natürlich. Ich kann das nicht. Ich muss zurück nach New York. Mein Kinsey. Ihr Ticket bitte. Einmal nach New York, zurück nach Hause. Jetzt rennt er ins Flugzeug. Ma'am? Oh nein, doch nicht. McKinsey, ich will nicht zurück nach New York. Was ist mit deinem Freund? Ich habe ihn abserviert. Er hat mich sowieso betrogen. Ich will hier bei dir sein. Für immer. Liberty! Da war sie! Das ganze Video. Warte ich nur auf diese Lache und sie ist da. Perfekt. Oh Mann, ey, ich kann nicht, ich ja, weiß das Video nicht. Ist natürlich auch wieder so, es passt das halt, ist es so passt. Toll. Das Ding ist einfach, ich weiß immer nicht, diese Filme, alles kommt mir bekannt vor, aber ich kann das immer keinem Film direkt zuordnen, aber es ist so wahr, weißt du? Ja, ich glaube, das ist auch die Besonderheit, warum das so gut gemacht wird immer. Ja, voll. Die wichtigsten Jahre deines Lebens von 0 bis 100. 0, du wirst geboren und hast volle Rechtsfähigkeit. Du darfst Filme ab 0 gucken und hast Anspruch auf Schutz. 6, du darfst Filme ab 6 gucken, musst aber auch zur Schule. 7, du bist beschränkt geschäftsfähig. Du darfst mit deinem Taschengeld einkaufen oder mit Zustimmung deiner Eltern. 14, bist aber auch strafmündig. 18, du bist voll geschäftsfähig, voll deliktsfähig und darfst alleine Auto fahren. 21, du bist nun voll strafrechtlich für deine Taten verantwortlich. 40, du darfst Bundespräsident werden. 45, in der Regel die letzte Chance, Beamter zu werden. 63, Glückwunsch, unter Umständen steht dir die vorzeitige Rente nun offen. Und 100, du darfst jetzt keine Brettspiele mehr spielen. Wie wichtig... Also, ich sag mal so, ich find's erstmal gut, dass ich jetzt noch knapp 12 Jahre Zeit habe, um Beamter zu werden. Finde ich gut, weil ich es ist auch so ein Lebensziel. Als, ne? Also, als was willst du dich verbeamten lassen? Ja, natürlich. Also so von 9 bis 12 arbeiten, dann so tun, als würde man arbeiten und dann bis 15 Uhr im Büro nochmal so tun, als würde ich arbeiten. Ja, ich weiß, jetzt krieg ich voll viel Stress. Oh, das ist gar nicht so. Sorry, tut mir leid. Aber gut, also ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ja, also Kahn will sich verbeamten lassen, falls hier jemand vom Amt arbeitet. Kahn möchte gerne zu euch. Ganz bestimmt nicht, hallo. Der will Praktikum machen. Erst einmal. Der will umschulen. Reagieren auf Shorts. Bevor ich das, also sorry, nein, umschulen. Möchte ich nicht. Ja, es ist einfach nur krass, ne? Es ist einfach nur krass bei Paula. Ja. Ich dachte gerade am Anfang, es kommt halt gar nichts mehr, sondern einfach nur so Make-up und dann wurde es krass. Ja. Also ich wollte da kurz vorm Einschlafen. Kennst du, da gibt es so ein Video davon, von so einer, die klebt sich dann mit Klebeband einfach diese Sachen ins Gesicht. Das ist so witzig. Ja, passt ja auch. Einen Seelenverwandten finden oder einen Seelenverwandten machen. Ich glaube, es ist besser, einen Seelenverwandten zu machen. Ich meine, dann entspricht er ja meinen Vorstellungen, oder? Hoffentlich hast du dich nicht dafür entschieden, einen Seelenverwandten zu machen. Was? Warum nicht, Mama? Weil es dumm ist. Bei den meisten kommt kein Mensch dabei raus, Mandy. Was? Kann ich das irgendwie nochmal rückgängig machen? Oh Gott, nein, kannst du nicht, Mandy. Vier Beine oder zwei Beine? Natürlich zwei. Auf dem Land oder im Wasser leben? Also, ich kann unter Wasser nicht atmen.
Groß oder klein? Natürlich groß. Oh mein Gott, ich bin schon fertig mit den Fragen? Ja, dein Seelenverwandter kommt in 3, 2... Ah! Es ist unfassbar. Ah, ich will es jetzt wissen. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Doch. Wo ist Part 2? Okay, es kam vor 3 Wochen. Das finden wir jetzt noch raus und dann ist das das letzte Short für heute. Wir finden jetzt noch raus, wer ist dieser Seelenverwandte? Wer ist der Seelenverwandte? Ja, aber ist das nicht sowieso immer so ein Mysterium bei ihr? Ich dachte, sie macht mehrere Parts und dann kommt das immer irgendwann raus. Ja, ich glaube nicht. Das muss rauskommen. Wo willst du jetzt wissen? Es steht doch nicht vor 3 Wochen. Doch, das stand vor 3 Wochen. Also die Kommentare waren ja, halt aber vor wo willst du das jetzt hier finden? Oh Mann, Leute, habt ihr zufällig den zweiten Teil von dem Seelenverwandten-Video von Mandy Hess gesehen und könnt ihr uns sagen, wer der Seelenverwandte ist? Ja, bitte! Ich muss es wissen! Wir müssen es wissen, Leute! Dann bleibt es für heute nichts anderes mehr zu sagen, als wenn ihr gerne Short Reactions schaut, lasst gerne ein Abo und einen Kommentar und Like da und dann ciao. Kakao!